Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum nächsten Gothic Community React. Heute schauen wir uns zwei Videos an. Ich bin sehr gespannt. Die Links zu beiden Videos findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Lasst den Kanälen, den Videos ein Like und den Kanälen ein Abo da. Und wenn ihr keinen Bock auf mein Gelaber hier habt, dann seid ihr sowieso besser beraten, euch auf diesen Kanälen umzuschauen. Ich würde sagen, damit wäre dem Intro mal wieder Genüge getan und wir gehen ins erste Video rein. Ja, und wie ich das auch schon im letzten React angekündigt habe, schauen wir uns heute die nächste Folge von Zeit für ein Gothic-Monster-Duell vom Kanal Jules Entertainment an. Eine böse Zombie-Falle. Part 17 insgesamt. Und ich würde sagen, ich prüfe nochmal, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Oder ob wir das Video nicht schon gesehen haben. Tatsächlich muss ich mich nochmal korrigieren. Folge 17 haben wir nämlich schon gesehen vor einigen Reacts. Ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Wir schauen uns jetzt nicht Folge 17 an, sondern Folge 18. Der große Auftritt des Raben. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Und ich würde sagen, legen wir los. Ah, mit Maschini-Mammut. Oh, was ist hier denn los? Ah, ich bin gespannt. Ist das der Tempel, wo gerade gekämpft wird hier? Bulko gegen Gorn? Sieht so aus, ja. Genau. Hier geht's jetzt quasi weiter. Was ist denn los, Goldiline? Ich höre ja gar nichts mehr. Sag bloß, meine Zombies machen dir Angst. Dann warte mal ab, was sonst noch an Gemeinheiten in meinem Deck schlummert. Du hast mich noch... Was sehe ich da? Ist hier dieser Nebelfilter nicht ganz auf das Bild ausgelegt? Hier ist so ein Balken rechts am Rand. Unsauber. Alles unsauber. Nein, das war ein Spaß. Alles gut. Lange nicht besiegt. Mit meinem Freund, dem Namenlosen, habe ich schon ganz andere Sachen durchgestanden. Wir haben zusammen die freie Mine von den Gardisten zurückerobert. Naja, das hat wahrscheinlich eher der Held nur gemacht und Gorn hat den Weg gesucht, aber naja, lassen wir das mal durchgehen. Jetzt mach mal Heidlandborn. Eigentlich habe ich sie im Alleingang zurückerobert. Ja, genau das, was ich gerade gemeint habe. Du bist mal wieder irgendwo hängen geblieben und hast herumgebackt. Das tut jetzt nichts zur Sache. Fakt ist jedenfalls, dass ich nicht so schnell aufgebe. Hier kommt mein Zug. So ein Mist. Lautenspieler aus Myrtana. Er hilft mir erstmal nicht weiter. Aber zumindest kann ich so meine Verteidigung starten. Mach ihn fertig! Na schön. Ich spiele meinen Lautenspieler aus Myrtana in Verteidigungsmodus. Wie er da auf seiner Gitarre rumgeniedelt. Das ist auch aus der Maschinima-Mod, dass man halt eben, also ich glaube, in der Maschinima-Mod heißt sogar E-Gitarre, aber das ist halt eine akustische Gitarre. Ich habe das auch ausprobiert und ich fand es sehr enttäuschend. Aber man muss jetzt auch mal sagen, mit der Maschinima-Mod gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, hier dieses Gothic-Monster-Duell, diese Serie vorzuführen und vielleicht sogar für Jules auch einfacher zu gestalten. Und dementsprechend bin ich da echt gespannt, was jetzt in den nächsten Folgen kommen wird, was er sich aus dem Maschinima-Mod hat einfallen lassen. Was er für Charaktere entworfen hat, etc. pp. Das ist ja hier schon mal der erste. Und gefällt mir schon mal sehr gut. So, als ob er die Mucke spielen würde gerade. Zum Abschluss versetze ich noch meinen scharfen Richter in den Verteidigungsmodus und beende damit meinen Zug. Der Lautenspieler aus Myrtana? Richtig eingesetzt ist er eine starke Karte. Aber so wird er jetzt Bulko zum Opfer fallen. What's up, Maiden? Bon geht mit diesem Zug gewiss ein hohes Risiko ein. Aber vielleicht wird er ja dafür belohnt. Da magst du recht haben. Das Problem an der Sache ist nur, dass dieser Holzkopf doch gar nicht weiß, was er da tut. Ach, Maiden. Ich habe mir schon mal vor einem Duell drei schwarze, weiße Reihen gezogen und trotzdem gewonnen. Also, das ist natürlich ein Totschlagargument auf jeden Fall. Wenn er weiß, wie man geistig umnachtet Karten spielt, dann ja ruhig. Siehst du, Bulko? Meine Strategie geht mal wieder auf. Wir haben ihn schon in die Verteidigung zurückgedrängt. Jetzt bring die stärkste Zombie-Karte aufs Feld und mach ihn platt. Wie recht du doch hast, Silvio.
Ich denke, es ist nun an der Zeit, mein stärkstes Monster aufs Spielfeld zu bringen. Oh nein. Damit hat Gorn praktisch verloren. Ich opfere meine drei Diener-Kreaturen und bringe einen echten König aufs Feld. Oh, interessant. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hier kommt der König der Untoten. Oh, warte mal, stopp. Das sah aber ganz schön Baba aus. Der König der Untoten, Zombie, kann nur beschworen werden, indem drei Monster vom Typ Zombie auf dem Friedhof geschickt wurden. Er hält 300 Angriffspunkte für jedes Monster vom Typ Zombie auf dem Spielfeld. Na gut, das dürften jetzt dann gar keine Bonuspunkte sein, weil es gibt ja keine Zombies mehr auf dem Spielfeld, sind jetzt alle geopfert. Aber 2700 ist schon heftig, muss man sagen. Sieht verdammt cool aus. Gefällt mir. Ich bin gespannt, wie das Vieh im Game jetzt quasi aussieht, im Video. Ah, ist krass gestaltet. Das ist krass gestaltet, muss man sagen. Die Rüstung sieht fett aus. Der Helm ist krass. Gesicht ist krass. Waffe ist krass. Alles krass. Ja, mit der Maschinenmarmotte ist schon vieles machbar. Hat er sich echt kreative Sachen einfallen lassen. Erhält er als Zombie noch einen Feldpower-Bonus von 300. Ach ja, klar, er zählt ja selber auch als Zombie. Das heißt, er kriegt 300 Angriffspunkte mindestens. Und wenn er noch mehr Zombies beschwört, sind es dann nochmal 300 jeweils immer drauf. Und jetzt bist du am Zug, König der Untoten. Vernichte seinen scharfen Richter und schick ihn auf den Monsterfriedhof. Aber gut, der ist ja im Verteidigungsmodus, also alles entspannt. Boah, diese Waffe ist ja heftig, Junge. Verdammte Axt! Mein scharfer Richter, er war eines meiner stärksten Monster. Was soll ich jetzt nur machen? Gorn, verzweifle nicht. Vertrau dem Herz der Karten. Ich bin mir sicher, dass es noch mindestens eine Karte in deinem Deck gibt, die hier den Sieg bringen kann. Was für ein Schwachkopf. Nur ein absoluter Volltrottel würde angesichts der Überlegenheit von Bulko noch von einem Sieg von Gorn ausgehen. Ich danke dir für deine Zuversicht, mein alter Freund. Und du, Silvio, sei dir nicht zu sicher. Im Gegensatz zu dir habe ich Freunde, die hinter mir stehen. Du hast nur Untertanen. Deswegen kann ich gar nicht verlieren. Bla bla bla. Mach deinen Zug dann. Ja, das ist immer dieses Standardgelaber aus Yu-Gi-Oh! Immer so, ja, meine Freunde sind bei mir und so, das Band unserer Freundschaft kann mich nicht verlieren lassen und so ein Scheiß, wo ich mir auch so, als Kind ist das ja cool und nett und so, ne, dann ist das auch toll und ich würde das auch meine Kinder gucken lassen, aber wenn du dir das so als Erwachsener anguckst, wo du weißt, wie es im Leben läuft, denkst du dir halt so, ja, was ist Freundschaft schon teilweise heutzutage wert? Nicht teilweise, ne, ich sag nicht immer, aber es gibt nicht mehr viele echte Freundschaften, je älter man wird. Damit wir hier schnell fertig werden. Wir haben noch ein Finale zu bestreiten. Na gut, wie du willst. Hier kommt mein Zug. Die Trolllaute. In Kombination mit dem lauten Spieler aus Myrtana kann ich eine ultimative Kreatur aufs Feld rufen. Das Herz der Karten war mal wieder auf meiner Seite. Was ist jetzt, Gorn? Du zögerst deine Niederlage nur unnötig raus. Gegen meinen König der Untoten hast du keine Chance. Das sehe ich anders. Ich spiele die Zauberkarte Trolllaute. Diese Gitarre, ey. Trolllaute? Was ist das jetzt schon wieder? Da staunst du was. Mein Lautenspieler wird gleich eine Melodie auf dem Instrument spielen, die Trolle anlockt. Mhm. Und zufälligerweise habe ich einen Troll in meinem Deck. Lautenspieler, spiel dein Lied und helf mir, den mächtigen Troll zu beschwören. Was? Lass mal sehen. Hier vielleicht noch ein Kritikpunkt, da hätte die Musik im Hintergrund vielleicht ausmachen sollen, damit man die Melodie besser hört, aber so ist auch okay. Yo, Alter. Zack.
Der mächtige Trolls. Aber nur 2200 Angriff, 2600 Verteidigung. Was soll's? Dein Troll ist zwar nicht von schlechten Eltern, aber seine Angriffspunkte reichen bei weitem nicht aus, um einen König der Untoten zu bezwingen. Das mag sein. Aber ich habe noch eine zweite Zauberkarte in petto. Ich spiele die Karte Sonnenaloe. Sonnenaloe. Jetzt wird er zum schwarzen Troll. Witzig, wie er sich umguckt. Sonnenaloe? Silvio, die Karte kenne ich gar nicht. Wenn sich ein Troll auf meiner Spielfeldseite befindet, kann ich diese Karte ausspielen. Sie bewirkt, dass ich meinen Troll in ein noch stärkeres Monster verwandle. Ja, in den schwarzen Troll, das habe ich mir schon fast gedacht. ...3900, Junge! Das ist ein bisschen übertrieben. Sag Hallo zu meinem schwarzen Troll. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Aber kein Grund, direkt damit meine Lebenspunkte anzugreifen. Das ist ja geil gemacht. Okay, das war geil. Das war wirklich geil. Zusammen mit dem Soundfile und TTS in Kombination. Das hat richtig gut gepasst. Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Warte, das muss ich wieder warten. Das ist ja mega gut. Schwarzen Troll. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Aber kein Grund, direkt damit meine Lebenspunkte anzugreifen. Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Ich denke nicht. Schwarzer Troll. Richtig Attacke. Gut. Nein. Hammer. Sehr geil gemacht. Darf sich der Nebel gerne verziehen. Ja, sehr gut. Du Wurm, du hast eindeutig betrogen. Ja. Volko, kümmere dich um ihn. Dann holen wir uns ihre Erzbrocken eben mit roher Gewalt. Der Blick. Was macht er da einfach? Oh, das lässt er sich nicht gefallen. Mit dem Erzbrocken einfach zugeschlagen, nicht mal mit der richtigen Waffe. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Dem hast du es gezeigt. Die holde Maid wurde gerettet. Die holde Bordellmaid wurde gerettet. Ich danke dir, Gorn. Ohne deine Hilfe wäre ich weiter in den Händen dieser Verrückten. Nix zu danken, Nadel. Wo ist eigentlich Silvio hin? Nadel. Er war doch eben noch da hinten gestanden. Verdammt, wir waren alle nur auf Bulko fixiert. Jetzt ist uns Silvio durch die Lappen gegangen. Und er hat vermutlich deine Erzbrocken mitgehen lassen, Nadel. Das macht nix. Ich werde mir die restlichen Erzbrocken in weiteren Duellen zurückholen. Zwei Stück habe ich noch. Die habe ich vorsichtshalber in einer Truhe versteckt. Man weiß ja nie. Hier, Nadel. Bulko hatte immerhin zwei Erzbrocken dabei. Die kannst du haben. Gib sie lieber dem Namenlosen. Der kann sie besser gebrauchen. Ich will ihn schließlich im Finale besiegen. Zu gütig von dir. Und was hast du jetzt vor, Nadel? Die ganze Situation sollte dir ja wohl gezeigt haben, dass du Freunde brauchst, um hier zu bestehen. Ach, Feuermagier Fuzzi. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich brauche keine Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ihr mir geholfen habt. Aber ich ziehe es vor, mich weiter alleine durchzuschlagen. Ihr könnt euch ja hier weiter die Beine in den Bauch stehen. Ich habe Duelle zu bestreiten. Bis denne. Ach, auch mit dieser Funktion, dass die NPCs Verstehe dann so einer die Frauen. Anderen NPCs hinterherguckt und so, da kann man ja echt viel geilen Scheiß mit der Maschinima-Mod machen. Hat er hier gut auch inszeniert, muss man sagen. Gut umgesetzt und genutzt. Aber da kommt noch ein bisschen was. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort.
Warte mal, was stand da? Irgendein Text. Irgendwas Russisches stand da, weil es die Maschine, die Mammut hat. Ja. Ach Mann, ich krieg den Frame einfach nicht rein. Ah, hier, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Da stand irgendwas auf Russisch. Aber das ist halt diese Maschine, die Mammut. Die Folge heißt ja der große Auftritt des Raben. Also ich erwarte jetzt, dass Raven hier irgendwas macht. Meister Xadas, Vorn hat Bulko in den Duell geschlagen und die Erzproppen dem Namenlosen überlassen. Er hat nun schon 6 Stück gesammelt und steht somit kurz davor, ins Finale einzuziehen. Sehr schön. Unser Spion übermittelt uns die Informationen also zeitnah und zuverlässig. Dürfte ich dich bei dieser Gelegenheit um etwas bitten, Meister? Nein, nein und nochmals nein, Raven. Ich tausche keine Karten mit dir. Wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Aber das meine ich... Ich überlege gerade, wer der Spion sein könnte. Wer ist der Spion? Er hat ja gerade was von einem Spion gesagt, der das Duell beobachtet hat, auch vielleicht... Mal gucken. Ich gar nicht. Ich würde gerne in das Turnier eingreifen, um mich mit dem namenlosen Helden messen zu können. Hört, hört. Jetzt wird es interessant. Warum sollte ich dir das gestatten? Er hat damals in der Kolonie fast unser gesamtes Lager niedergemetzelt und unsere Existenz damit nahezu ausgelöscht. Auch ich kam gerade so mit dem Leben davon. Ich möchte mich dafür bei ihm revanchieren. Nun gut, das verspricht, amüsant zu werden. Ich erlaube es dir. Sehr schön. Ich werde noch schnell meinen Deck holen und mich dann auf den Weg machen. Man kann sagen, was man will, aber ich finde die Klaue Belia ist immer noch eine der geilsten Zweihandwaffen, die es gibt im Game. Ach, Raven. Du wirst den namenlosen Helden niemals schlagen können. Aber das spielt auch keine Rolle. Denn am Ende werde ich siegen, egal was passiert. Die Macht der Götter wird schon bald mir gehören. Ah, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch passieren mag dann quasi in Folge 19 vom Gottig-Monster-Duell. Vielleicht werde ich mir das auch schon im nächsten React angucken. Schauen wir mal, ob es dann schon da ist. Ich glaube, aktuell ist es noch nicht online, deshalb mal schauen. Er wird da wahrscheinlich gerade noch dran arbeiten. Aber trotzdem, bin sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Abonniert den Kanal Jules Entertainment. Und als zweites Video schauen wir uns heute auch nochmals, wie auch beim letzten Mal schon angekündigt, eine Folge von Gothic macht A vom Kanal Grey 2 an. Es ist die 3. Folge von dieser Serie, chronologisch. Und die Folge heißt Alternativer Weg ins Kloster. Beim letzten Mal haben wir auch schon einen sehr interessanten Weg in die Burg vorgestellt bekommen, wo ich wieder was Neues gelernt habe. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, welcher der alternative Weg ins Kloster ist. Ich würde sagen, let's go. Ich freue mich da immer richtig drüber, diese Folgen zu gucken im React. Ich finde das mega geil. Jo, moin meine lieben Gothic-Kumpanen und herzlich willkommen zur 3. Folge von Gothic macht A. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, zeige ich euch heute, wie ihr ohne Hilfsmittel direkt in die Klosterruine kommen könnt. Los geht's! Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Als erstes begebt ihr euch zunächst in die Nähe der Klosterruine. Wer hätte es gedacht? Es gilt nun erstmal an all den Snappern vorbeizukommen. Die ersten beiden vor dem umgefallenen Baumstamm sollten da am wenigsten Probleme machen. Auf dem Baumstamm angekommen ist Eile geboten. Verliert nicht zu viel Zeit und bewegt euch vor allem so weit wie möglich rechts an der Klippe entlang. Dadurch schafft ihr es im Idealfall, dass euch die Snapper nur langsam hinterhergehen. Man kennt das ja, manchmal gehen die ja erst so langsam hinter einem her. Und ihr somit Zeit gewinnt. Steuert nun geradewegs auf diesen rechten Felsen zu. Hallo. Und springt kurz davor kräftig ab. Wenn alles so lief wie geplant, sollte sich euer Held nun, wie hier im Video zu sehen, nicht mehr unten am Felsen befinden, sondern obendrauf. Natürlich funktioniert das nicht immer, jedoch mit ein wenig Geduld solltet ihr es schaffen. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits Akrobatik gelernt hat, wird es nun deutlich einfacher haben, wie man hier sieht.
Nicht nur der Aufstieg wird erleichtert, sondern auch die Flucht vor den Gegnern innerhalb und außerhalb der Klosteranlage, was gerade bei den schnellen Snappern sehr von Vorteil ist. Aber was hat man denn jetzt überhaupt davon, so früh ins Kloster zu gelangen? Eine gute Frage, eine Frage, die eine Antwort verdient. Schauen wir uns doch mal genauer an, was man innerhalb der Klosterruine überhaupt für Loot abstauben kann. Also ich finde das schon mal sehr, sehr, sehr geil, dass es so einfach ist. Das habe ich auch noch nie probiert, da an diesem Stein da hochzuklettern oder hochzuspringen. Vielleicht habe ich das als Kind mal probiert und gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert und habe es dann immer gelassen. Aber das ist schon mal, das ist eigentlich schon der Plot des ganzen Videos gewesen, wenn man so will. Alternativer Weg ins Kloster, damit haben wir ihn gefunden, selbst wenn man keine Fleischschwanzenrollen also hat. Mehr kann man also über diesem Wege ins Kloster gelangen, gerade auch wenn man Akrobatik hat. Sehr interessant. Beginnen wir mit den Truhen beim Schattenläufer. Sofern ihr euch selbstredend zuvor den Schlüssel aus der Klosterschlucht geholt habt. Ja. Wie ihr bereits am Spielanfang an die Inhalte aus der Schlucht unter dem Kloster rankommt, habe ich euch ja in Folge 2 von Gothic Macht A gezeigt. Also notfalls einfach da nachschauen. Für den Weg zu den Truhen lohnt sich definitiv das Erlernen von Akrobatik. So entkommt ihr deutlich einfacher den flinken Snappern und dem noch viel flinkeren Schattenläufer. Alter, hab ich geflucht, als ich da versucht habe, ohne Akrobatik hinzukommen. Aber das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ach, alleine das. Das muss ewig gedauert haben, bis er da mal einen Try geschafft hat. Vielleicht hat er es auch gar nicht geschafft. Habt ihr es in den Raum geschafft, empfehle ich so schnell wie möglich die Tür hinter euch zu schließen. Nur so ein gut gemeinter Ratschlag. Aber nun zu den Trueninhalten. In der linken Truhe finden wir zum einen natürlich den Fokus der Klosterruine, aber auch noch zwei Essenzen der heilenden Kraft, die geben, wie man hier sehen kann, 50 Lebenspunkte, einen Dietrich, 82 Erzbrocken, 9 Pfeile sowie eine Verwandlung in ein Mollerat. Merkt euch mal die. Also wir wissen, dass es natürlich Mallrat heißt, aber was hat er jetzt hier für einen Kommentar eingefügt? Sowie eine Verwandlung in ein Mollerat. Ja, ich habe das so ausgesprochen, das kam wohl mein kindliches Ich in mir raus, okay. Ich kenne das auch noch mit Skabenga. Merkt euch mal diesen Trueninhalt für den Rest des Videos, der wird noch wichtig. In der rechten Truhe dagegen finden wir eine Wolfsverwandlung, eine Scavenger-Verwandlung, erneut einen Dietrich, 22 Erzbrocken und auch wieder 9 Pfeile. Die beiden Truhen lassen wir jetzt mal hinter uns und schnappen uns nun den Trueninhalt auf dem Plateau. Die Schlosskombination für die Truhe lautet übrigens einmal links und einmal rechts. Ist die Truhe offen, lächeln uns in dieser auch schon wieder 2 Essenzen heilender Kraft an, schon wieder genau ein Dietrich, 42 Erzbrocken und erneut 9 Pfeile sowie erneut eine Verwandlung in ein Mollerat. Ist euch bei den 3 Trueninhalten jetzt was aufgefallen? Der eine Dietrich, die genau 9 Pfeile, die 2 Heiltränke und die Verwandlung in ein Mollerat sind mindestens in 2 der 3 Truhen vorhanden. Ein wenig einfallslos, findet ihr nicht? Ja, ja gut, was heißt einfallslos? Also wenn man halt betrachtet, dass das ja ein und dieselbe Location ist, könnte man das jetzt halt vielleicht begründen mit, naja, die Leute, die halt damals da gelebt haben, die hatten halt dieselben Besitztümer gehabt, irgendwie so ein bisschen. Und das mit den 9 Pfeilen könnte man halt vielleicht begründen, jede diese Truhe war halt ein Eigentum von eines Mitbewohners des Klosters vielleicht und jeder hatte irgendwie 9 Pfeile und einen Dietrich und so und Tränke am Start. Dass es jetzt 22 Erzbrocken, 82 Erzbrocken und 42 Erzbrocken sind, könnte auch Zufall sein. Ja, ich finde einfallslos. Also ich meine, der ersten Truhe hast du weder Tränke, dafür hast du halt 2 unterschiedliche Schriftrollen. Und wenn Pfeile kann man auch immer gebrauchen, finde ich. Erz sowieso und Dietriche eigentlich auch, Tränke auch. Also ja, ich finde einfallslos ist es jetzt nicht, aber nützlich. Also es ist halt nützlicher Loot, finde ich. Auch gerade fürs Late Game, die Tränke und so, finde ich das eigentlich gut. Es sind 2 der 3 Truhen vorhanden. Wobei man sagen muss, das ist vielleicht auch ganz schön Ansichtssache, ne? Ein wenig einfallslos, findet ihr nicht?
Aber sei es drum, fassen wir mal zusammen. In den Truhen des gesamten Komplexes des Klosters. Ich zähle die Schlucht bewusst mit, da man da sowieso hin muss, um ja den Schlüssel für den Raum hinter dem Shatti zu bekommen, findet man insgesamt 4 Essenzen heilender Kraft, 4 Dietriche, insgesamt stattliche 238 Erz, 36 Pfeile, 2-mal Verwandlung in ein Mollrat, 1-mal die Verwandlung in einen Wolf, 1-mal die Verwandlung in einen Scavenger und 2-mal die Verwandlung in eine Fleischwanze. Ich finde das cool gemacht mit dem Buch. Das ist echt geil gemacht. Also der Graf nutzt immer richtig coole visuelle Elemente in seinen Videos, die so in anderen Videos irgendwie, die ich noch nie gesehen habe in anderen Videos. Aus der Gothic-Community, sage ich jetzt mal. Und das macht diesen Kanal, Grey 2, diesen Kanal und dieses Format Gothic macht A so einzigartig. Die könnt ihr für andere Sachen nutzen. Ihr wisst ja nun, wie man ohne ins Kloster kommt. Dazu gibt es noch eine verwitterte Axt, ein grobes Schwert, immerhin, eine Feuerpfeilspruchrolle, natürlich den Fokus der Klosterruine und nochmal eine Essenz magischer Energie. Die Pflanzen und Tränke, die man zwischendurch so auf den Wegen auflesen könnte, habe ich nicht mitgezählt, da man diese mit etlichen Snappern im Rücken nur schwer aufsammeln kann. Zumindest ist es mir nicht gelungen, dabei nicht von den ganzen Snappern zerfleischt zu werden. Ich überlege gerade. Ich mache ja gerade meinen Gothic 1 Challenge Run, wo ich quasi nur mit Knüppel spiele und halt diese Liegestütze Challenge da quasi mit eingebunden habe, dass wenn ich getroffen werde, Liegestütze machen muss und so weiter. Und ich überlege, ich bin noch recht am Anfang aktuell gerade und das würde sich vielleicht sogar lohnen, da jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins neue Lager, lerne Akrobatik und probiere das einfach mal mit der Klosterruine. Mal sehen, vielleicht mache ich es, vielleicht aber auch nicht, mal sehen. Also, aber irgendwie habe ich diesen Gedanken gerade gefasst. Alles in allem ist das doch ein guter Fund, würde ich meinen. Ja, finde ich auch. Fürs Early Game ist das richtig, richtig guter Loot. Für die ersten, sagen wir mal, 3-4 Spielstunden ist das richtig, richtig starker Loot. Gerade für die ersten Spielstunden können die so, als ob ich mit ihm das Video zusammen gemacht hätte, von der Wortwahl her. Sicher nützlich sein. Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass man sich ein wenig die Quest mit Gorn kaputt macht. De facto kann man sich die eigentlich komplett kaputt machen, weil man spart sich ja eigentlich jetzt die komplette Quest mit Gorn, weil man den Fokus eh schon hat. Wie man das storytechnisch am besten handhabt, ist jedem selbst überlassen. Ich würde beispielsweise den Fokus in der Truhe lassen, damit man den Stein nicht aus Versehen direkt bei Saturas abgeben kann. Letztlich möchte ich euch mit dem Video nur zeigen, dass es durchaus ohne Cheats und ohne die Verwandlung in eine Fleischwanze möglich ist, ins Innere des Klosters zu kommen. Das ist halt, also dieser Fakt ist schon krass, muss man sagen, weil ich als Casual-Spieler, ne, ich versuche ja jetzt nicht proaktiv auf solche Exploits irgendwie zu gehen, aber es ist für mich immer ultra spannend zu wissen, noch mehr Input zu bekommen von anderen Leuten, die einen anderen Blickwinkel auf das Spiel haben und die eben auch viel rumprobieren und viel rausfinden und so. Und das ist einfach, es ist, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht immer anwenden würde, aber es ist wertvolles Wissen einfach. Und damit lerne ich das Spiel noch tiefer kennen und auch nach so unfassbar vielen Jahren. Das ist einfach das Gute daran. Ob man das jetzt in seinen Spieldurchlauf wirklich einbaut, sei mal dahingestellt. Aber für den Fall wisst ihr jetzt, wie man das anstellt. Sehr geil. Muss man sagen. Sehr geil. Das soll es auch schon mit dieser Gothic Mach A-Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr sicher, was ihr zu tun habt. Ja. Nein? Dann hier nochmal eine kleine Gedankenstütze. Liken. Gerne eine Bewertung, ein Abo und vor allem einen Kommentar dalassen. Über die freue ich mich nämlich am meisten. Da ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich in der kommenden Ausgabe behandeln soll, teaser ich mal vorsichtshalber nichts an in dieser Folge. Schreibt gerne auch mal eure Wünsche und Vorschläge zu Themen in die Kommentare. Nun aber alles Gute und pass auf deinen Rücken auf. Ja, das war wieder sehr, sehr geil. Ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt. Ich habe mich gebildet gefühlt. Und kann man nichts anderes sagen. Wieder ein sehr, sehr geiles Video. Und womöglich werden wir dann im nächsten React dann die 4. Folge von Gothic macht A gucken, die da wäre. Logiklücke, wie kommt das Erz aus den Minen vor 11 Monaten? Klingt auch sehr interessant als Thema. Und hätte ich jetzt auf Anhieb auch keine Idee. Von daher freue ich mich drauf und Graf, wieder vielen, vielen Dank für deine Arbeit hier. Ja, und damit wären wir auch heute wieder am Ende angelangt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das React gefallen hat, unterstützt die Content Creator, deren Videos wir heute wieder gesehen haben. Und schaut auch gerne in meine anderen Projekte rein. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.